Willkommen zu Call of Duty Black Ops 6 Company, Leute. Es ist ewig her, dass wir eine Company gezockt haben. Und deswegen würde ich mal sagen, abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel, falls ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt. Macht doch gerne Däumchen oben weg und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links über alle unten in der Bio. Wir starten direkt rein. Also let's go, ich bin mega hyped. Hier sind wir also drin, Mr. Gorbatschow. Also es knüpft dann halt direkt an den letzten Cold War Teil an. Falls ihr den nicht gesehen habt, schaut gerne oben rechts in der Playlist vorbei. Ist schon etwas her, aber die haben wir auch angezockt. Jane Harrow. Bush. Boah, ich bin mega hyped, Leute. Wie gesagt. Neumann. Frank Woods, die Legende himself, Leute. Breaking News. '91. Und hier haben wir die Hauptprotagonisten. Oh yeah, Leute. Wir sind also back! Hitziges Gefecht hier. Sie hatten einen direkten Befehl, Mr. Marshall. Es klar war, dass Ihr Einsatz kompromittiert war. Bei allem Respekt, Sir. Sie waren nicht da. Und die Gruppe, die Sie kompromittierte, das Pantheon, war das der Name? So hat alle euch sie genannt. Woods. Wann erfahren wir, was hier wirklich los ist? Mit. Ich stelle hier die Fragen, Mr. Woods. Sir, wenn Sie den Bericht lesen, werden Sie... Was habe ich getan, Miss Harrow? So manches darin ist recht schwer zu glauben. Also gehen wir es nochmal durch. Alles. Und diesmal die Version von Marshall. Von Anfang an. Okay. Wir waren in Position nahe der irakisch-kuwaitischen Grenze. Das Team bestand aus mir, Harrow und Kate. Jetzt geht's los, Leute. Und ich würde mal sagen... Wir sind hier in Kuwait, 1991. Das ist ja schon mal geil. Aber das schaut auch sehr gefährlich aus. Öl nehme ich mal an. Oder Gas wahrscheinlich eher. Konvoi? Oh fuck. Und los. Outlaw, ihr habt Angriffsfreigabe. Ende. Holen wir uns, Leute. Oh mein Gott. Yo! Der fehlt schlechthin. Und die Explosion dann. Boah. Also der Sound und auch die Bilder. Eins aber, da kennt man eigentlich nichts anderes von der Company. Und wir sind jetzt hier. Läuferschlickturm. Gut. Let's go. Okay, jeder brennt. Ja, Tore sehen. Schwarzer Truck. Oh. Steht ein Meter vor ihm.
Ja! Und wir sind tot. Na perfekt. Gut. Oh. Okay. Den haben wir vorhin übersehen. Hat das Auto ihm drin, Bro. Oh yeah, Alawi? Yo, Mann, alter Bro. Okay. Die hat ihn schnell runtergeholt. Okay, wir müssen. Das kann ja härter werden. Also verstehe ich das richtig, Mr. Marshall? Diese Gruppe aus Ihrer Aussage, dass Pantheon nur eine multinationale, schwer bewaffnete paramilitärische Gruppe, die aus dem Nichts auftauchte. Sie sollten auf Verstärkung warten, aber stattdessen spielten sie lieber den Cowboy. Wir mussten schnell handeln. Unser Fenster schloss sich. Hat er oder hat er nicht Ihren Befehl missachtet? Ja, Sir, aber der beschleunigte Zeitplan machte es... Das reicht schon. Ich erwarte gar nicht mehr von Ihnen. Aber von Ihnen. Sir, der Auftrag war die Ergreifung Alawis mit allen erforderlichen Mitteln das und... das weiß ich. Was ich nicht weiß, ist... Oh, shit, da geht irgendwas komplett schief. Kompliziert. Hier haben wir also nun das Pantheon. Nie im Leben. Rufen wir Verstärkungen und warten? Gar keinen Fall. Faras, komm. Sind auf dem Weg zu dir. Nein, wir sind kompromittiert. Alawi wird uns nur aufhalten. Alawi, kommst du mit uns oder dem Pantheon? Ich komme mit euch. Glaube ich auch, dass das die bessere Idee ist. Finden wir es etwas aus. Okay, Rüste. Okay, Pfeil raufhalten. Und wir bekommen dann ein taktisches Gerät an. Nein. Na komm. Ach du Scheiße. Falsche Taste, Idiot. Verpiss dich! Jo. Mal maximal gefällig, Idiot. Nein! Ich sterbe. Ah, okay, das sind Selbstmörderdrohnen. Ich komme mir vor wie der eine aus, wie heißt das? Aus Fast and Furious, dieser Mann, wie es dann finster wird in der Halle. Egal. Panzerplatten, die nehmen wir eine mit. Das ist gut. Ein bisschen Warzone. Oh, danke! Oh, ich bin so. Das ist hundertprozentig ein Hinterhalt. Aber wir haben keine andere Möglichkeit, Bro. Das befürchte ich leider auch.
Da oben kommt schon wieder. Fuck. Boah, warum läuft mich? Ja, Mann, wie viele bitte noch? Egal, weiter geht's. Erreiche Sammelpunkt Echo. Oh mein Gott! Ja, Mann! Wo soll ich denn hinlaufen? Du wurdest von einer Granate getötet. Achte auf Granatensymbol. Ach, die Scheiße. Ja, lass uns jetzt... Ich habe eine gute Idee, glaube ich. Gut, die Blendgranate war eine sehr gute Idee. Schauen wir mal. Auto ist ganz mehr da. Granate auch nicht. Ja, dann müssen wir die Blendgranate nehmen. Ja, Bro. Gut, ich glaube, wir haben es. Der sollte dann kommen, haben sie gesagt? Ja, da ist er schon. Pfarrers. Alles okay, denke ich. Oh nein. Was? Ist der behindert? Du Wichser. Adler. Marshall, oder? Woods neues Projekt. Du kannst loslassen, Junge. Ich bin hier fertig. Ja. Du hast es eh schon verbockt, du Idiot. Jane, du hast gerade kaltblütig ein hochrangiges Ziel getötet und die nationale Sicherheit gefährdet. Das Pantheon darf erlauben, nicht der Längley auch nicht. Die CIA ist kompromittiert. Mhm. Hat man das also so gedreht? Es war ja ein Cliffhanger am Ende von Cold War und jetzt ja ist er also quasi der Arme. Ja, gut. Läuferschlägturm. Ich glaube, das könnte nochmal eine enge Nummer werden, Leute. Nein, warum muss ich das machen? Ich hoffe, wir treffen ihn. 6 Uhr, also gerade hinter. Getroffen. Oh mein Gott, was ist das bitte? Fuck, ich glaube, das war daneben. Ja, Mann, ja, ja, ja. Ja, Mann! Ja! Yo, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja! Yes. Gut. Du Wichser. Sonst noch etwas? Sir, die Regeln wurden verletzt und Alawi ist tot. Doch die Festnahme Russell Adlers ist ein kategorischer Glücksfall. Ja, Miss Harrow. Abtrünnige Agenten zu ergreifen ist sicher ein Sieg. Russell Adler. Der Mann, der uns in Panama verraten hat. Der Mann, der verantwortlich ist für Ihren Zustand, Mr. Woods. Warum? Schlägt tot. Was könnte das bedeuten?
Ach, die Scheiße, keine Ahnung. Basierend auf Harrows zögerlichem Bericht und der Zurückhaltung von Informationen über Russell Adler ist das Team suspendiert. Soll das ein Witz sein? So ein Bullshit. Und Sie, Miss Harrow, Sie bewegen sich auf wirklich dünnem Eis. Typen wie Adler und ich sind der Grund dafür, dass wir jetzt keinen Russisch sprechen. Der Kalte Krieg ist Geschichte, Mr. Woods. Das macht aus Ihnen und Adler die letzten globalen Revolverhelden. Einer sollte vielleicht darüber nachdenken. Das ist alles. Puh. Ich meine, die Mission ist natürlich von uns verschuldet, aber... Ich rate Ihnen, es einfach dabei zu belassen, Marshall. Das... Huch. Bier oder Cola? Cola. Verlässt du deine Arbeit? Warum hast du das gemacht? Nicht alle Erinnerungen müssen Narben sein. Warum sind wir hier, Harrow? Weil ihr etwas wisst. Kann ich erfahren, was ihr geplant habt? Die Kinder und ich brauchen eine Auszeit. Vielleicht ein kleiner Trip. Etwas nachdenken. Okay. Ich kann versuchen, euch von hier aus den Rücken freizuhalten. Aber wenn was schief geht, mal wieder. Die Computer sind ein Wahnsinn, oder? Verstanden. 90er Jahre halt typisch. Hast du einen gut? Ein klar. Hier, ein Dutzend. Tu mir einen Gefallen, Troy. Versuch nicht zu sterben. Oh nein, wird das etwa so ein, sagen wir mal, einsamer Wolf-Zeug? Das doch. Drei Tage später. Wolfer schlägt vor. Wolf wusste genau, was das bedeutet. Adler zeigte uns unser Ziel: das Schwarze Meer. Laut Wolf sind er und Adler vor 15 Jahren im verlassenen KGB-Unterschlupf in Bulgarien. Er hieß. Letztes Jahr, bevor Adler verschwand, gingen Gerüchten nach über eine paramilitärische Gruppe. Eine, die Befehle direkt aus der CIA erhielt. Er glaubte, das Pantheon entwickelte eine neue Art von Waffe. Eine, wie sie die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Und was für ein Zufall. Bald darauf gab es Beweise, die Adler belasteten. Und er floh. An diesen Ort. Was wir hier in den letzten Tagen gefunden haben, hat alles verändert. Ja, Mann. Jetzt stelle ich alles in Frage, was ich über Adler, Livingston und die CIA geglaubt habe. Der Bre hatte einfach einen Geheimbunker. Ich weiß nicht, was ich wegen Jane machen soll. Vielleicht hat Woods recht und sie ist eine wertvolle Insiderin, aber wenn Langley von unseren Plänen erfährt, gerät sie ins Kreuzfeuer. Adler brachte uns aus einem Grund her, das Pantheon zu stoppen, bevor sie zuschlagen. Woods glaubt, dafür brauchen wir ihn zurück. Das wird nicht leicht. Aber Adler hinterließ uns seinen Namen. Ist ein guter Anfang. Wow. Okay, das ist wirklich sehr geil. Jede Sekunde zählt, du kennst den Plan. Der Turm. Servati Dumas, die Versorgung triffst. Keine Ahnung, wie er mit ihrem Kontakt stand. Aber Spur ist Spur. Ich bezweifle, Adler hat es. Verdammt, sie könnte Teil dieses Pantheon-Dings sein. Wem können wir trauen? Du Marvel Case in Avalon treffen, also machen wir das. Nein, nein, nein. Hier spielt wohl jemand den großen Mann. Finden wir erst Adler, bevor wir das entscheiden. Genau deshalb fahre ich nach München und werde deinen alten Freund bewirken. Freund? Wohl kaum. Ich hasse den Kerl, aber wir brauchen ihn. Woods einfach zu geil. Manchmal muss man den jetzt auch in Apfel beißen. Wenn er so gut ist, wie du sagst, haben wir Adler gefunden, wenn Case zurückkommt. Falls Livingston ihn nicht schon durch den Wolf gedreht hat. Einsatzdetails stehen am Brett, Case. Ich bin bald weg, also sag Bescheid, wenn du was brauchst. Okay, also jetzt ist das unsere... Aber ein paar Ideen, wie wir dieses Drecksloch aufpolieren können, Case. Reden wir, wenn du Zeit hast. Wo
Woods, Bro, red mit Woods. In Ordnung. Was für Ersparnisse hast du? Ich hab kein Geld. Guter Junge. Carpe fucking diem. Wenn wir das wirklich tun wollen, müssen wir finanziell kreativ sein. Für Adler mag das ausgereicht haben, aber für ein Team? Generalüberholung? Waffenkammer? Trainingsplatz? Ausrüstungsbank? Und was wir sonst noch alles gebrauchen könnten? Billig wird es sicher nicht werden. Wir sind einer alten KGB-Spur gefolgt und eine einzige Aufnahme führte uns her. Schien verlassen. Als wir unseren Maulwurf beim KGB danach fragten, wusste er nichts. Belikow dachte, es ist vielleicht eine Art Splittergruppe, ohne Segen des Zentralkomitees. Was es auch war, es war wohl kein Roter mehr hier seit 1968. Marshall hat in einem Zimmer oben ein paar Tausender gefunden. Ansonsten haben wir leider nichts. Und Hände weg von unseren Bankkonten. Die werden überwacht. Such auf Missionen nach Geld, das herumliegt. Du wirst es wie Robin. Das ist ja unheimlich geil. Und wir machen jetzt mal auf Ende, weil ich... So bin ich. Am Brett hinter mir verfolgen wir unsere Ausgaben. Okay. Wir gucken uns das Ganze mal an und dann würde ich sagen, sämtliche Missionen erworbene Geld kann in den Ausbau der drei neuen Stationen. Okay, passt. Trainingsära, Gear Station oder Weapon Bench. Ich würde fast sagen, die Waffenbank, oder? Ist das. Wir haben $700. Entweder die Ausrüststation oder. Ja, wir nehmen mal die Waffenbank. Okay, das ist jetzt die Ausrüstbank. Okay, damit lässt sich auf jeden Fall anfangen. Gut. Heute soll es das mal gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Wir sind schon mal ein bisschen drin in diesem Pentium und natürlich auch in den Woods CIA umgehen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dann nächstes Mal weitergeht. Abonniert unbedingt gern dafür kostenlos den Channel. Falls ihr nicht habt, lasst doch gerne einen Daumen runter und wir schauen unbedingt auch morgen wieder in Formel 1 rein. Also bis zum nächsten Mal und ciao.